Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Mr. Bush, lass uns die Mannschaft zum Strafvollzug antreten. Aye, Sir. Auch die Freiwache, Sir? Nein, das ist nicht nötig. Mannschaft zum Strafvollzug antreten lassen! Mannschaft zum Strafvollzug antreten! Bootsmannsmat, tun Sie Ihre Pflicht. Wissen Sie, warum ich Benton peitschen lasse, Mr. Gerard? Weil er Kameraden angegriffen hat, Sir. Dafür lasse ich ihn nicht peitschen, Mr. Gerard. Ich tue es, weil Sie vor den Leuten gesagt haben, dass Sie ihn peitschen lassen. Die Lydia ist ein Kriegsschiff. Und als Captain muss ich die Autorität meines Leutnants wahren. Ich verstehe, Sir. Die Peitsche macht einen schlechten Mann noch schlechter, Mr. Gerard. Und einen guten Mann macht sie zu einem schlechten. Ist Benton ein schlechter Mann? Von seinem Jähzorn abgesehen, ist er ein guter Seemann. Ein guter Seemann. Hungrig und durstig. Passen Sie gut auf, wie die Katze in sein Fleisch schneidet, Mr. Gerard. Und denken Sie in Zukunft zweimal nach, bevor Sie einem Mann mit der Peitsche drohen. Mannschaften wegtreten lassen. Mannschaft wegtreten! Mannschaft wegtreten!